Hallo und herzlich willkommen zu Avatar Frontiers of Pandora. Ich starte heute vom Riesenhandlabor. Hier wartet ein Anruf. Please hold the line. Kannst du mir helfen? Finde kein ordentliches Relais hier. Sorry, ich meinte nicht dich. Jetzt bin ich wieder bei dir. Also nochmal. Im Nordosten der Höhenprärie liegt noch gutes Zeug rum. In einem verlassenen Lager. Wäre spitze, wenn du mal checken könntest, ob es sich lohnt, ein Team hinzuschicken, um das Lager zu plündern. Wenn ich sie umsonst hinschicke, werden sie mich verfluchen. Schick die Koordinaten. Ja, also, das Ding ist, ich habe keine genauen Koordinaten. Sorry. Der Tipp kam von einem der Sänger der Seswa. Und wie du weißt, arbeiten die Navi nicht unbedingt mit GPS-Koordinaten. Es ist in der Nähe der zerschmetterten Brücke östlich des Flusses. Und da war noch was mit Geysiren und einer schiefen Säule. Okay. Frohes Suchen. Na tolle Wurst, technische Unterstützung. An der zerschmetterten Brücke im Osten. Wo ist im Osten? Da. Okay. Dann muss er irgendwo hier sein, eigentlich. Oh ne, echt so weit weg? Oha! Das ist ja am Adewe. Erstmal Schnellreise. So weit weg hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Gutes Stück. Ja. Man sieht mal richtig den Wind lang. Boah. Gut, denke, das kann ich ja richtig nutzen. Also jetzt wahrscheinlich nicht in die Richtung. Aber krass. Okay. Hier kann man richtig schön sehen. Was ist da vorne, die zerschmetterte Brücke? Ich weiß nicht. Hohe Knolle. Schiefe Säule. Vielleicht Priyas Bergungsort. Hallo? Was geht da drinnen vor? Versorgungslager Lima. Aber erstmal sehe ich zumindest mal keine Gegner. Oh. Was ist das denn? Krasser Scheiß. Vielleicht brauche ich die noch.
Die wird nicht umsonst da liegen. Schöne Pflanzen. Okay. Das kam jetzt ein bisschen überraschend, dass der da drin steht. Bank. Was machst du denn hier? Oh, hey, ich experimentiere hier nur ein bisschen rum. Repariere. Zeugs. Wollte niemandem im Weg sein. Was machst du hier? Priya bat mich zu checken, ob noch etwas funktioniert. Warum bist du alleine hier? Es ist nicht sicher. Denkst du, macht es vielleicht Sinn, dass wir mehr mit ihnen reden? Nicht mit den Thanatoren. Die RDA meine ich natürlich. So viele werden verletzt. Was, wenn wir... Sprichst du mit jemandem? Oh, nein. Ich experimentiere nur rum. Hey, hörst du mich? Schlechte Nachrichten. RDA-Fluggeräte sind in deine Richtung unterwegs. Du musst sofort raus da. Sofort. Sie müssen uns geortet haben. Wir müssen weg hier. Das... kann doch nicht sein. Warum sollten sie sowas tun? Ich kann nichts hier lassen. Vielleicht wollen sie gar nicht kämpfen, sondern einfach nur mal schauen. Wir könnten sie hiermit vertreiben. Die funktionieren. Ich lasse nichts hier. Okay, ich wäre Blitzbogen. Okay, bereite die Frau Fontanens Werkstatt vor. Verstehe.
Okay, das waren zu viele. Redet ihr jetzt nochmal die ganze Zeit? Wahrscheinlich muss ich einfach nur noch schauen. Hey, ich experimentiere. Der Brunnen ist ja geil. Ja, krasser Scheiß. Den hätte ich mal gleich nehmen sollen, anstatt dem Raketenwerfer. Nicht so weit rauslaufen. Siehst du? Hat geklappt. Wie erwartet. Der Wurm ist geil. Kann ich jetzt also hierbleiben? Und sagst du es bitte nicht, Priya? Ich arbeite an etwas sehr Hilfreichem. Versprochen. Wenn du das möchtest, sie könnte dir helfen. Man muss nicht alles alleine schaffen. Ich spreche bald mit ihr. Für dich habe ich auch etwas. Für die Rettung meines Labors. Und dafür, dass du Priya nichts sagst. Noch mehr als der Bogen? Ersatzteile? Hey Priya, wir haben die Position verteidigt. Die RDA ist bereits abgezogen. Perfekt. Höre ich da auch Taylors Stimme? Ja. Er arbeitet an irgendetwas. Will er dir lieber selber sagen. Oh, Quest abgeschlossen. Oh, hier sind noch zwei Sachen in der Nähe. Da kann ich mal gucken. Los, Gatir! Da kannst du mal einen Skillpunkt geben. Leicht. Bin da vorbei. Gesundheit dauerhaft gesteigert, das ist schon mal schön. Was haben wir hier? Versorgungslager Lima. Da muss ich jetzt nicht hin. Beziehungsweise da sind wir ja los hier noch. Computerterminal. Okay.
Ja, der Weg nach Hause. Die muss ich irgendwann auch mal alle angehen. Da gibt es halt keine Ahnung, wo ich viele von. Hier gibt es Teil 6. Gut versteckt. Sehr schön. Dann gucken wir den noch an. Na, wir landen schon. Aber so ein großes Ding dabei. Okay, was war das jetzt? Bin irgendwie voll mit den Samen jetzt. Die sind ganz schön hoch. Verdammt.
das jetzt alle? Holla, die Waldfee. Was ist denn du für ein Ding? Noch ein Norden. Wie ist das Ding? Also was immer hier sein soll. Wow. Ja. Ich sehe es nicht. Bin ich auch hier drin. Schon, vielleicht habe ich mit den zwei Dingen hier Glück. Auch wieder nur gut. Hin. So weit hoch kann der doch nicht. Aber anscheinend doch. So, ich fliege jetzt hier nochmal drüber. Aber erstmal weiß ich nicht, was da sein soll. Hat auch nichts gesehen. Oh. Ach, das war so ein explodierendes Ding, verstehe. Fliegen wir! Okay, ich sehe jetzt nicht so viel. Ja, ja. Okay, der hat nix. Ich weiß echt nicht, wo mich das Ding da drauf hinweist. Kommt aber vielleicht noch. Ich habe nicht erkannt, was runter ist. Verdammt. Ich tue jetzt.
Ganz schön gefährlich hier, die Wiese. So, jetzt hatte ich eben das Ding. Die ist wahrscheinlich weg. Da ist es. So, jetzt mal Glück haben. Tadellos trocken und schon wieder nur gut. Ich hab's geahnt. Was für eine Pflanze. Ah, die Federklinge. So, ihr Lieben, dann war's das für heute, sonst kopiere ich hier wirklich noch. Gefährliche Wiese oder Blumenlandschaft. Hat Spaß gemacht. Abonnieren bitte nicht vergessen und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.